Ich bin zum Bloggen gekommen, weil ich vor 6 Jahren eine Weltreise gemacht habe für ein Jahr und wollte halt in der Zeit meine Familie, meine Freunde informieren, wie es mir geht, wo ich gerade unterwegs bin, anstelle von einer E-Mail, die ich dann halt mit Bildern schicke. Habe damals angefangen zu bloggen, fand das ganz toll und ich habe mich vor 4 Jahren selbstständig gemacht. Ich habe vorher für große Firmen gearbeitet, für Kraft Foods und Starbucks war ich Pressesprecherin und habe mich dann vor 4 Jahren als Social Media Beraterin selbstständig gemacht. Und da gehörte natürlich ein Blog ganz selbstverständlich mit dazu, weil ich halt in den Bereichen berate, Social Media, Corporate Blogs und Blogger Relations. Also ich finde es für mich sehr hilfreich, gerade weil ich im Social-Media-Bereich arbeite. Ich bin ein Ein-Frau-Unternehmen, das heißt, ich bin Einzelunternehmerin und für mich ist es einfach sehr gut, weil ich darüber zeigen kann, wer ich bin. Ich kann meine Bekanntheit steigern, ich kann mein Profil schärfen, ich kann bestimmte Themen besetzen, kann auch Traffic leiten auf meine Webseite. Das ist sehr, sehr gut und ich möchte natürlich darüber Kunden gewinnen einerseits und Kunden binden und ich führe dafür 2 verschiedene Blogs. Also das eine ist das RedMod-Blog, wo ich über die Themen Social-Media, Corporate-Blogs und Blogger Relations schreibe und dann noch Travel on Toast, wo es um Reisen und Essen geht, 2 Bereiche, aus denen viele Kunden kommen. Man braucht Zeit und Ideen. Das ist so die Grundvoraussetzung und ich weiß, dass gerade viele Einzelunternehmer damit kämpfen, weil einfach sehr, sehr viele Aufgaben zu bewältigen sind. Und man muss sich schon vornehmen, wenn man einen Blog einrichtet, dass man das dauerhaft führt. Das heißt, man sollte sich einen Redaktionsplan einrichten und dann auch wirklich immer überlegen, was möchte ich bloggen und wie oft möchte ich auch bloggen, sodass man da eine gewisse Regelmäßigkeit hat.